Was für eine Frage. Untergrunddichter, natürlich. Ja, sowas gibt's wirklich, und zwar in Dortmund. Der Name, der klingt zwar ein bisschen so wie aus einem Jerry Cotton-Roman entsprungen, aber das ist er natürlich nicht, sondern er ist wirklich aus dem Underground. Hartmut Malorny. Malorny bewegt sich täglich im Untergrund, zwangsweise aus beruflichen Gründen. Hauptberuflich ist er nämlich Straßenbahnfahrer in Dortmund. Da gibt's keine Poesie da drin. Also man hält an, macht die Türen auf, lässt die Leute rein und fährt wieder. Also auch der Kontakt zu den Fahrgästen ist nicht mehr so vorhanden. Also man ist ziemlich einsam da vorne. Da fließt einem schon viel durch den Kopf. Um die Straßenbahngleismonotonie etwas spannender zu gestalten, hat er ständig ein Diktiergerät neben sich liegen. Dem flüstert Malorny seine Textideen zu, um sie nächtens zum Gedicht werden zu lassen. Rauch nicht so viel, trink nicht so viel und schreib nicht dauernd solch ein perverses Zeug. Baby, so ist das Leben. Bring mir gefälligst noch ein Bier. Sie starrte mich entgeistert an und meinte: Komm lieber ins Bett, sonst schaffst du das auch nicht mehr. Des Hobbydichters großes Vorbild, der Schriftsteller Charles Bukowski. Der schrieb nicht nur über Sex und Alkohol, er verschrieb sich diesen Lastern auch. Ganz wie der Underground-Lyriker aus Dortmund. Manchmal muss man sich zwischen Frauen und Alkohol entscheiden. Die beste Variante wäre das eine zuerst vor und das andere nachher. Als Teppichverkäufer und als Putzkraft im Puff hat er schon gearbeitet. Sein Lebensmotto: Schnell leben, schön sterben. Seltsam. Eigentlich wäre es umgekehrt doch angenehmer. Der straßenbahnlenkende 37-jährige Autor, ein Gedichtband hat er bereits veröffentlicht, hat außer Frauen und Alkohol noch ein anderes Ziel vor Augen. Er, der für die Arbeiterklasse schreiben will, will eines Tages vom Schreiben leben können. Von Texten, die manche von uns möglicherweise pervers finden. Pervers ist einfach nur umgedreht. Verkehrt. Aber was ist verkehrt? Das bleibt jedem selbst überlassen. Claudia Kaluski für Peppers. Woke up this morning and the streets were full of cars, all bright and shiny like they just arrived from Mars. And as I stumbled through last night's drunken debris, the paper boy screamed out the headlines in the street. Another war and now the pound is looking weak. And tell me, have you read about the latest freak? Where bingo numbers and our names are obsolete. Why do I feel bitter when I should be feeling sweet?